Wunder, 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 schönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der vorletzte Februartag, der 28. Dann ist auch dieser Wintermonat schon wieder vorbei und wir können in den Frühling starten. Der nächste Monat wird natürlich auch dann wieder die Zeit umgestellt und die Blümchen kommen aus der Erde. Und der Andreas, der ist auch schon hier und hat auch ganz viel heute schon gearbeitet. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben heute schon wirklich was getan, denn die Nachrichten überschlagen sich, aber kommen wir erstmal zum Wetter. Es ist warm geworden. Wir haben 8 Grad plus heute. Man mag es kaum glauben. Und der Schnee schmilzt vor unseren Augen. Es wird heute etwas bewölkt sein, aber immer wieder mit sonnigen Abschnitten. Eigentlich ein ganz angenehmer Tag soweit. Und es wird morgen ein bisschen regnen. Und wir haben eine Starkwindwarnung, das heißt einen Sturm bis 100 Stundenkilometer. In den entsprechenden Böen. Also das geht dann irgendwann heute los. Ich habe das gerade gesehen als Weather Statement, was zwischendurch immer rauskommt. Der See liegt vor uns, changiert leise vor sich hin und jetzt beginnen wir mit den Nachrichten. Das heißt wieder Toupet, Mütze, Schal festhalten, wenn wir rausgehen, denn es ist hier einfach immer noch Winter. Es ist ja noch weiß draußen, auch wenn es da vor sich hinschmilzt. Ja, ihr Lieben, ich hatte gestern wieder ein ganz großartiges Vorgespräch mit dem großartigen Roland Tichy. Und wir kannten uns persönlich vorher nicht, haben uns gestern so via Zoom kennengelernt und ich hatte ja, ne, wenn man da so vor euer Merkwürden, nein, also das nehme ich jetzt zurück, natürlich vor diesem ehrwürdigen Journalisten sitzt und mit ihm ein Gespräch beginnt, der ist ja so Vorbild wirklich auch für ganz viele junge Menschen, die Journalisten werden wollen. Und weißt du, worüber ich mich wirklich gewundert habe? Dieser Mann steht so voll in der Tatkraft und auch im Widerstand, dass ich mich auf dieses Interview für den Kongress, wo er dabei sein wird, sehr freue, denn das große Vorbild, wie müssen Medien heute laufen? Wie müssen Journalisten heute arbeiten, um nicht dem System, sondern der Wahrheit zu dienen? Darüber werde ich mit ihm sprechen und wir haben da ein ganz tolles Vorbild. Ja, ich habe da ja gestern gesehen, wie delighted du da wieder zurückkamst aus diesem Vorgespräch im Büro. Ich hatte andere Termine in der Zwischenzeit und das war schon interessant und wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten. Ja, er ist einer der Vorzeigejournalisten der ganz alten Garde, der nämlich die journalistischen Ethik, die Standards einfach halten will. Und da kann man ja auch nur verzweifeln bei dem, was da jetzt gerade uns jeden Tag hier um die Ohren gehauen wird. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und auch auf weitere Gespräche. Denn es geht ja auch darum, dass wir in einer bewegten Situation sind, auch was die alternative Szene anbelangt. Da geht es dann um die Situation der Werteunion, da geht es dann um die Situation des Vereins, Austritte, Eintritte und so weiter. Wir legen Wert darauf, dass wir mit allen, die wir angekündigt haben, ein sachlich vernünftiges Gespräch führen. Und wenn dann auch hier so ab und zu mal verwirrte Menschen uns anschreiben und sagen, wir dürfen zum Beispiel dem einen oder anderen keine Bühne geben, dann werden wir das natürlich nicht tun. Denn das sind die Methoden, mit denen das System arbeitet, nach dem Motto der AfD auf gar keinen Fall eine Bühne geben, Kontaktschuld und so weiter. So etwas gibt es bei uns nicht. Das möchte ich hier mal ganz klar auch sagen. Hier gibt es keine Brandmauern. Nein, das gibt es eben nicht. Und du hast natürlich angespielt auf unsere Kongressreferenten Markus Krall und Hans-Georg Maaßen. Ja, die werden beide natürlich zu Wort kommen. Und wir werden mit beiden, wie du es gerade richtig gesagt hast, ganz sachlich sprechen über die Dinge, die passiert sind und über die Dinge, die vielleicht noch passieren sollen oder können. Und wenn wir da genauso anfangen wie politisch, ja, aktive, grün-rot eingefärbte Widerstandskämpfer in Anführung, dann haben wir was nicht verstanden. Also das, was wir versuchen, ist, in die Wahrheit zu kommen und vor allem in friedvoller Absicht alle Vorgänge zu beschreiben. Und wir müssen uns verabschieden von dieser Kriegstreiberei und von dieser Empörungshaltung,
die hier tatsächlich manche auch in den Schreiben formulieren. Das beantworten wir natürlich gar nicht, sondern das fliegt direkt in den Abfallkorb. Und vielleicht können die Herrschaften dann auch selber noch mal darüber nachdenken. Ja, also gerade in der alternativen Szene müssen wir immer wieder appellieren, in der Ruhe zu bleiben, was du völlig richtig sagst, diesen Begriff empörungsbereit. Und wenn dann beispielsweise irgendwelche Neuerungen kommen, jemand sagt etwas, alles wird auf die Goldwaage gelegt, die Nerven liegen blank, ich verstehe das auch. Man kann sich auch mal ärgern, man kann auch mal laut schreien, wenn man zu Hause ist, aber man muss nicht für jeden Unsinn ein Video machen, um dann gleich eine Analyse zu machen. Wir halten uns zum Beispiel zu dem Thema der Werteunion noch verhältnismäßig zurück, einfach weil uns vielleicht relevante Daten fehlen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass uns relevante Daten fehlen. Und ich bin ziemlich sicher, die werden immer klarer werden. Und wenn wir uns jetzt sehen in der Lage dazu, dann auch eine Meinung abzugeben, dann müssen wir auch Argumente haben und nicht einfach nur rauspoltern. Und es tut mir leid, das dauert manchmal ein bisschen, aber seriöser Journalismus ist nun mal nicht immer nur so ex und hop. Ja, habe ich ja von Roland Tichy gestern auch mehrfach gehört, wie er sich seriösen Journalismus vorstellt. Und das sind wirklich Highlights. Also, was ich zum Beispiel nicht wusste, die arbeiten bei Tichys Einblick. Dazu gehören ja auch YouTube-Kanal und eine richtige Fernsehsendung bei dem Berliner Sender. Und die sind über 80 Leute in der Redaktion. Wow, das hast du mir selber auch noch nicht gesagt. Da sind wir ja sogar noch kleiner. Genau. Also, ihr Fehlen noch Lieben, und 78. fehlen noch 78 bei uns. Nein, nicht ganz. Wir haben ja, entschuldige bitte, aber wir sind ja schon auch hier ein ganz stattliches Team. Aber das, was Tichys Einblick da auch mit diesen wunderbaren Autoren uns jeden Tag anbietet, ganz ehrlich, ihr Lieben, so jemand wie er, wir auch nicht, ganz klar, bekommt Unterstützung von irgendjemandem, von irgendeiner offiziellen Stelle, während ARD und ZDF von euren Zwangsgebühren ernährt werden und ja, die großen Zeitungen und die großen Presseorgane, die mal einen Namen hatten, entweder von in Anführung oder selbsternannten Philanthropen oder eben ja, vom Staat, von der Regierung finanziert werden mit dreistelligen Millionenbeträgen. Und Tichy bekommt solche Zuwendungen nicht, wir auch nicht. Alle sind auf Spenden angewiesen. Und in diesem Fall, Tichys Einblick, kann ich nur immer wieder sagen, wer ja seinen Respekt und seine Anerkennung auch zum Ausdruck bringen will, den würden wir nicht hindern, wenn er da mal was hin überweist. Ja, grundsätzlich gilt das bei vielen Alternativen. Jeder muss sich selbst durchfinanzieren. Das ist einfach so. Und das ist ja auch das, was so bitter ist für seriöse Journalisten, die dann auch noch diffamiert werden durch eine Geldelite, das sind also Monopole, die sich gebildet haben, die den Staat, die Regierungen voll im Griff haben. Das heißt also, wir sind so weit von Demokratie weg, wie wir es, glaube ich, noch nie waren. Und das wird immer, immer deutlicher. Und insofern ist es ganz klar, es gibt viele hervorragende Leute und die zu unterstützen, das halten wir auch für wichtig. Ja, und das wird also ein hochspannendes Interview mit Roland Tichy werden, mit ganz vielen Hinweisen auch auf die aktuellen Themen. Ich habe auch ein kurzes Interview mit ihm aufgenommen, das stellen wir hier demnächst ein. Dann für alle natürlich, wo auch mal so seine grundsätzliche Einstellung klar wird. Und viele kennen ja Roland Tichy persönlich gar nicht, weil seine Videos, finde ich, sind noch gar nicht so sehr in Umlauf. Aber ja, es ist sehr spannend gewesen. Du siehst, ich bin hier noch völlig ergriffen, tatsächlich. So, jetzt kommen wir aber zu den knallharten Nachrichten. Und die Bild meldet, dass in Österreich es jetzt gefährlich wird, wenn ihr zu schnell fahrt, wenn ihr zu den sogenannten Rasern gehört, weil, ja, da ist der Great Reset schon ordentlich eingekehrt in dem schönen Alpenland. Da wird den Extremrasern das Leben schwer gemacht, denn ihr werdet da nicht nur den Führerschein abgenommen bekommen, sondern auch gleich das Auto mit. Ja, das sind neue Methoden. Man möchte die Menschen vom Rasen abhalten, was natürlich verständlich ist und
Niemand findet gut, dass Leute zu schnell fahren. Man kann mal ein paar Stundenkilometer vielleicht drüber gewesen sein, aber weil man vielleicht an was anderes gedacht hat, was auch nicht passieren soll. Aber dieses Extremrasen, ich glaube, darum geht es hier auch. Das ist natürlich eine Sache für sich. Aber Andreas, das Auto dann gleich zu beschlagnahmen und das eventuell sogar versteigern zu lassen, das sind alles hier die Pläne Österreichs. Wie würdest du das einordnen? Naja, im Prinzip sind das auch jetzt Ablenkungsmanöver. Es finden ja auch illegale Autorennen statt und so weiter. Und ich bin ganz klar natürlich äußerst kritisch dagegen. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass man mit aller Härte dagegen durchgreift. Die Problematik ist, dass diese illegalen Autorennen zum Beispiel auch durch Gruppierungen gemacht werden, die eine gewisse Energie haben, auch eine gewisse kriminelle Energie manches Mal. Und ob da dann die Polizei wirklich so gnadenlos durchsteigt, wie jemand, der beispielsweise in einer unglücklichen Situation seinen Job verloren hat oder in irgendeiner persönlichen Krise steht und dann statt 80 irgendwo 130 fährt, was wirklich dramatisch ist, dass man dann natürlich die Härte der Staatsgewalt zu spüren bekommt. Das ist klar. Für mich sind das alles Diskussionen, die so ein bisschen von den eigentlichen wichtigen Themen ablenken. Ja, danke für deine Einordnung. Wir bleiben noch beim Autofahren, denn es wird heute bei der EU eine brisante Entscheidung getroffen. Und zwar wird die EU abstimmen über Führerscheinregeln, die 57 Millionen Deutsche allein betreffen würden, aber innerhalb der EU natürlich weitere viele, viele Millionen. Und da heißt es, 100 Tage vor der Europawahl verunsichert die EU Millionen Autofahrer. Das Europäische Parlament stimmt heute darüber ab, ob sie sich künftig alle 15 Jahre einem Gesundheitstüv unterziehen sollten, liebe Damen und Herren, um ihre Fahrerlaubnis zu behalten. Das gilt auch für Roller und für Motorradfahrer. Da soll dieser Check Pflicht werden und man möchte ja, das ist ja das ehrgeizige, langfristige Ziel, Andreas, man möchte in Brüssel oder Straßburg es hinbekommen, dass es 2050 in der gesamten EU null Verkehrstote gibt. Naja, also null Verkehrstote ist natürlich schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Also ich muss ehrlich sagen, grundsätzlich empfinde ich für jemanden, der ein Fahrzeug fährt und damit eine potenzielle Gefahr darstellt. Wir wissen alle, dein Auto alleine, da gibt es einen speziellen Begriff der sogenannten Gefährdungshaftung. Das heißt, das Auto von sich aus stellt schon eine Gefahr dar, anders als bei einer Verschuldenshaftung, wo dann der Beschuldigte nachweisen muss, dass er dann keinen Fehler gemacht hat und so weiter und so fort. Also das heißt, insofern ist das schon gar nicht mal so ganz verkehrt. Das Problem ist einfach nur, es lenkt momentan von den eigentlichen Problemen ab. Also wir haben dann wirklich ganz andere Probleme. Naja, es geht natürlich auch um Kontrolle, es geht um Ja. Einschränkung, es geht um die Einschränkung der Freiheit. Denn wenn du dann jemandem nicht nur den Führerschein, sondern das Auto wegnimmst, wahrscheinlich ohne einen Ersatz zu schaffen, ohne auch Geld zu zahlen, dann sind das aus meiner Sicht schon sehr totalitäre Maßnahmen. Und diese ganzen Pläne werden auch schwierig sein umzusetzen. Denn hier heißt es, bei 57 Millionen Führerscheinbesitzern allein in Deutschland ist es natürlich ein enormer Aufwand, wenn man diese Checks durchführen würde. Und das gibt ja dann eine Belastung für die Behörden. Wer soll denn das alles checken? Wer soll das machen? Wir haben einen Fachkräftemangel. Die Menschen sind allerorten krank. Keiner kommt zur Arbeit oder nur sehr wenige im Moment. Und dann solche zusätzlichen Stellen zu schaffen, um ja, zu kontrollieren, das ist die Frage. Man hatte ja noch ganz andere Ziele. Man hatte ja in der EU-Kommission vor, Nachtfahrverbote für Fahranfänger einzuführen oder einen speziellen SUV-Führerschein vorzuschreiben. Auch wurde der Vorschlag abgeschmettert, den man eigentlich vorhatte. Die Gültigkeit der Führerscheine von Personen im Alter über 70 Jahre mal einfach zu verkürzen. Also das heißt, Andreas, Klaus Schwab hat schon
klar gemacht, also ihr sollt nicht fliegen, ihr sollt nicht fahren, ihr sollt das Lastenfahrrad nehmen und in eurem Quartier bleiben. Das ist richtig. Also insofern wird man misstrauisch. Ich meine ja auch nur, dass es sinnvoll ist, dass man den gesundheitlichen Zustand eines Verkehrsteilnehmers ruhig ab und zu prüft. Aber es stehen natürlich andere Ideen dahinter, nämlich die Leute in ihrer Freiheit einzuschränken und vor allem auch eines, man will die Staatsquoten raufsetzen. Wer will das Ganze eigentlich noch geprüft haben, dass ein Fahranfänger jetzt nachts nicht fahren kann, der andere so, der andere hat dann eben halt noch keinen Gesundheitstüff gemacht und so weiter. Wie viele neue Beamte werden wieder eingestellt, um diese ganzen Dinge überhaupt zu regeln? Und hier erkennen wir mehrere Dinge. Auf der einen Seite die totale Überwachung der Bürger und auf der anderen Seite die Erhöhung der Staatsquote. Wir haben ja mittlerweile eine Situation, dass ein Monopol des Kapitals, Kapitalismus und Sozialismus ist identisch im Augenblick. Das heißt, die Kapitalisten sind heute sozialistisch unterwegs und bauen sich ihre monopolistischen Märkte auf und führen damit eine immer größere Staatsquote ein. Das ist interessant, dass die Früher war es ja so, dass die reichen Kapitalisten und die armen Arbeitnehmer und die Sozialisten, das war das Proletariat, das waren Gegensätze. Heute steuert das Großkapital genau dieses sozialistische Modell. Das haben viele noch nicht verstanden, weil das gerade bei den Älteren noch ein Widerspruch ist. Dafür bist du ja da, dass das hier aufgelöst wird und dass wir das dann alle nach und nach erfahren. Spannend war, was Tichy gestern gesagt hat über die Rolle der Medien. Er sieht das ähnlich wie du oder wie man auch das beim Plan B bei der Wissensmanufaktur eingeordnet hat, nämlich dass tatsächlich die Medien jetzt direkt unterhalb dieser großen Kapitalsammelbecken und privaten elitär selbsternannten Philanthropen stehen und erst darunter der Staat eben kommt. Und er hat das noch ganz spannend ausgedrückt, wenn ich mich richtig erinnere, so inhaltsmäßig ging es in die Richtung, dass die Vertreter der Mainstream-Medien, er hat ja selber dazu gehört, er war ja lange beim Handelsblatt oder bei Impulse oder bei Kapital und so weiter in leitender Funktion tätig. Und er sagt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu heute, dass die Medienschaffenden gar nicht anders können, genauso wie die Politiker, als denen da oben zu dienen, weil sie nämlich ansonsten ganz schnell weg sind. Naja, der Plan B beschreibt ja genau diese Machtstruktur, dass oben das große Finanzkapital steht. Damit meine ich nicht mal die Banken, sondern diese gesamte Infrastruktur dieser Kapitalverflechtungen. Darunter dann die Medien, das ist richtig. Und unter den Medien, die direkt angehängt sind an dem Kapital, kommt eine Grenze der Macht. Und unterhalb dieser Macht beginnen dann die Untertanen. Und dazu gehören auch der amerikanische Präsident und alle anderen Staatschefs insgesamt auch, die Untertanen dieser Macht sind. Jeder Politiker muss sich bei den Medien seine eigenen Ressourcen erbetteln, um da zu bleiben. Und wer nicht spurt, Christian Wulff hat das damals erlebt, der fliegt einfach raus. Im Nachhinein muss der zurücktreten, weil er für seine Frau einen günstigeren Kredit für einen Mini Cooper da vereinbart hatte, bei irgendeiner Hausbank. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und hier merkt man, wie die Machtstrukturen sind. Die Politiker, die wir sehen, kommen wir noch auf das Thema San Salvador, noch auf dieses Thema, was du da gemacht hattest? Denn das war gerade so ein schönes Beispiel. Der Präsident von San Salvador, der hat eine hervorragende Rede gehalten. Wir haben ja in unserer Redaktion in USA ein Video gemacht und ich kann jedem empfehlen, das bis zu Ende anzusehen. Hoch brisant. Und dieser Präsident von Salvador, das ist ja ein mittelamerikanisches Land, der stellt die gesamten Strukturen, wie die Systeme der Macht laufen und dass eben nicht mehr die Regierungen die Macht haben, sondern eben halt das Finanzkapital. Das ist für viele nicht neu. Aber er beschreibt anhand des Finanzsystems zum Beispiel am Ende USA, die USA haben sehr hohe Steuerquoten. Die US-Amerikaner zahlen Steuern. Warum zahlen sie Steuern? Woraus finanziert sich denn der Staat? Gar nicht aus den Steuern, sondern er finanziert sich daraus, indem der Staat Schuldscheine druckt, das nennt sich Anleihen, und diese Schuldscheine im Markt verkauft. Aber wer
kauft jetzt diese Schuldscheine der amerikanischen Regierung gewissermaßen. Das kauft die Federal Reserve, auch eine amerikanische Institution. Oh, und wenn sie das Geld dafür drucken, mit dem sie dann diese Anleihen kaufen, dann muss man sich fragen, was nehmen sie denn als Sicherheit dafür? Das sind genau die Schuldscheine, die der Staat vorher selber gedruckt hat. Das heißt, man hat hier so ein Hütchenspiel, mexikanisches Hütchenspiel, wo eins bei übrig bleibt. Der Staat kann sein Geld drucken, wie er lustig ist, um alles zu finanzieren, was er will. Einfach aus dem Nichts heraus. Das wird ganz deutlich. Und jetzt hat dieser Präsident von Salvador die Frage gestellt, hochinteressant, warum gibt es dann überhaupt noch Steuern, wenn sie doch ihr Geld sowieso selbst drucken können? Und da sagte er ganz einfach, die Steuer wird nur deshalb erhoben als Illusion für die Menschen, damit sie glauben, den Staat zu finanzieren. Und dieser Zusammenhang, der ist gewaltig. Und das sind die Dinge, die hier sofort alle hochkommen werden. Ja, schaut euch das Video an, gebt einfach oben in die Lupe rein Salvador oder El Salvador und dann kommt ihr direkt auf dieses Video. Es ist auch ein angeheftetes Video oben, also da kommt ihr eben auch, es findet ihr sehr schnell. Dieser Staatspräsident von El Salvador, der heißt Nayib Bukele. Und es ist wirklich eine Brandrede gewesen gegen die selbsternannten Eliten. Und das hat stattgefunden, das ist eine politische Konferenz in den USA, CPAC. Und da hat er die Menschheit zum Widerstand gegen die Globalisten aufgerufen und hat aus eigener Erfahrung gesprochen, sein Land habe bereits durchlebt, was dem Westen bevorstehe oder bevorsteht, hat er gesagt. Und wörtlich, erst nach 50 Jahren, zwei Kriegen, 250.000 getöteten Menschen und nachdem ein Drittel unserer Bevölkerung vertrieben wurde, sowie einem beinahe Wunder, haben wir unser Land zurückbekommen. Die Menschen im Westen, hat er aufgefordert, die müssen sich jetzt von den unsichtbaren Ketten der selbsternannten Eliten befreien. Und es gelte, das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er meint, der Herr Bukele, es sei noch nicht zu spät. Und diese Entschlossenheit, die er hier zum Ausdruck bringt, die habe ich gestern auch bei Roland Tichy gespürt. Die Entschlossenheit, jetzt oder nie, geht auf die Straßen, schreibt die Angehörigen des Parlaments an eure Vertreter, macht was, schreibt die Medien an, beschwert euch. Wenn nicht jetzt, dann überhaupt nicht mehr. Und es ist tatsächlich, das ist auch so mein Eindruck, Andreas, es ist die Zeit vorbei, wo man abends im Fernsehsessel sitzt, sich die Tagesschau anguckt, vielleicht dann nochmal was Kritisches gesehen hat und dann sagt, naja, die werden das schon wieder hinbekommen. Naja, und jetzt werden einige wahrscheinlich sogar sagen, ja, was bringt denn das jetzt? Die Bauern, die sind da am Machen und am Kämpfen und sie werden ignoriert. Nein, sie werden nicht ignoriert. Die Kraft wird immer größer. Immer mehr Menschen erkennen die Lüge, mit denen wir hier jeden Tag konfrontiert werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du auch sagst, schreibt eure Abgeordneten an, macht dort Druck, dann glaubt ihr, das ist alles vergebene Liebesmühe. Ja, das mag ja sein zu einem gewissen Teil, aber es ändert. Es macht etwas mit den Menschen. Wenn ich jeden Tag in härtester Form kritisiert werde und ständig spüre, und zwar in aller Form übrigens auch nicht, indem ich angegriffen werde, das gibt ihm ja nur Gegendruck, dass er sagt, dadurch lass mich doch von denen nicht anpöbeln. Wer pöbelt, verliert. Wer aber ganz klar sagt, dass er darunter leidet, was das für ein Drama ist, was dort eigentlich abläuft und wie schlimm man auch erkannt hat, die Zusammenhänge, das ist eben halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das macht etwas mit den Leuten. Und dieses Kollektiv gibt dann eben halt ein morphogenetisches Feld, was unendlich stark wird. Dieses morphogenetische Feld beschreibt übrigens in unserem Kongress, übrigens, wir haben noch 14 Tage bis zum Kongress, ne? Also wer sich noch nicht angemeldet hat, denn man los. Und da ist ein unglaublicher Vortrag, ich durfte da in den Text schon mal hineinschauen, von Christopher Vasey, also dem Chef des Seelenarbeitsteams, dem Schweizer Naturheilpraktiker. Und Christopher Vasey wird eine ganz aktuelle Rede zu unseren aktuellen Themen halten. Und fängt dann wahrscheinlich an, so die einzelnen Punkte aufzuzählen. Und er hat dann auch im Vorgespräch hat er gesagt, ja, und viele glauben,
Sie könnten nichts tun. Er sagt, wer lenkt das Schicksal der Welt? Unsere Gedanken. Und er zeigt auf, wie stark die Kraft unserer Gedanken wirkt. Und je mehr wir sind, die das nicht mitmachen wollen, alleine durch unsere Gedanken, deswegen sprechen wir immer davon, haltet den Herd eurer Gedanken rein, denn wenn wir den reinhalten, wenn wir die Angst nicht zulassen, die ja jetzt auch mit diesem Kriegsgetöse und so weiter geschürt wird, sondern wenn wir sagen, wir bleiben klar, wir wissen, was wir wollen, wir wissen vor allem, was wir nicht wollen und nicht akzeptieren und in den geistigen Widerstand gehen, dann ist das eine Kraft, die entfacht wird, die der Teufel fürchtet. Ja, und dieser Satz, die Gedanken sind frei, den man gerne auch singt, den sehen wir mit einer weitaus größeren Kritik, als die meisten Menschen glauben. Natürlich sind die Gedanken frei. Man kann sich entscheiden, was man denkt, aber man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Wenn man glaubt, man kann denken, was man will und löst dadurch nichts aus und gerät dadurch nicht in eine Wechselwirkung, der irrt sich so etwas von gewaltig, weil Gedanken sind grobstofflich. Worte sind grobstofflich. Taten sind auch grobstofflich. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess. Gedanken sind nicht geistig. Geistig ist etwas völlig anderes. Gedanken entstehen im Prinzip im Gehirn des Verstandes und das bildet gewissermaßen Gedankenformen, die nach außen treten und die mit mir als Denker in Verbindung bleiben. Wie so eine Blase in einem Cartoon, wenn einer so spricht, in einer Sprechblase oben. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, gehen diese Gedanken raus in den Äther, haben eine bestimmte Form und verbinden sich mit Gedanken von anderen Menschen und zwar nach der Anziehung der Gleichart. Habe ich wunderbare, gute Gedanken, förderliche Gedanken, dann suchen sich meine Gedankenformen gleichgesinnte Gedanken, die dadurch immer stärker werden, aber im Dunkeln eben auch. Gedanken sind nicht frei. Das ist ein großer Irrtum. Ja, die Entscheidung, welche Gedanken wir hegen, die ist und bleibt frei. Und deswegen ist die Verantwortung, die wir haben, ziemlich groß. Dazu wieder im Abendgebet mehr, ihr Lieben. So, jetzt kommen wir nach einer halben Stunde ins nächste Thema. Andreas, überall in den Medien lesen, hören, sehen wir, dass der französische Staatspräsident Macron Anfang der Woche ja auf einer Ukraine-Konferenz gefordert hat, dass in den Ukraine-Krieg westliche Truppen ziehen sollten. Und ja, es gibt hier einen Artikel zu dem Thema bei der Preußischen Allgemeinen Zeitung. Der Journalist René Nehring hat sich die Frage gestellt, sollen die wirklich die westlichen Truppen in den Ukraine-Krieg ziehen? Es bleibt einem echt die Spucke weg. Denn wenn wir hier sehen, wie die Qualität der Kriegstreiberei weiter nach oben explodiert wird, weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Und dann, man wundert sich, hat Bundeskanzler Scholz seinem Kollegen Macron umgehend widersprochen und im gleichen Rahmen Forderungen erteilt, nämlich zum Beispiel das schlagkräftige deutsche Taurus-System in das östliche Kriegsgebiet zu liefern, eben damit eine Absage, eine deutliche Absage erteilt hat. Auf der anderen Seite hatten wir ja einen Ausschnitt von Horizont aus dem Tagesschau-YouTube-Kanal veröffentlicht, wo eine interviewte Reporterin intellektuell offenbar überfordert zu sein scheint. Und so rutscht ihr heraus, dass offenbar mehrere Staatschefs in Europa westliche Bodentruppen gegen Russland fordern. Andreas, wie ordnest du das ein? Naja, mir macht vor allem eine Sorge. Allein die Tatsache, dass Olaf Scholz widerspricht, zeigt die ernsten Hintergründe, Europa offenbar in einen Krieg zu manövrieren. Der Warburg-Kanzler Scholz ist ja längst, ich sage das ganz offen, als Lügner überführt, weil mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Denken wir nur an die damaligen Aussagen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in dem er sich gegen eine mRNA-Impfpflicht ausgesprochen hatte, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dann steht dieser Kanzler Scholz wieder vor den Kameras, nur ein paar Monate später, und sagt mit demselben Nachdruck, dass er schon immer für eine Impfpflicht gewesen ist. Und meine Großmutter hat einmal gesagt damals, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er 100-mal die Wahrheit spricht. Das Problem, das ich sehe
ist, wie Europa von Hasardeuren in den Krieg getrieben werden soll. Und das macht mich wirklich fassungslos. Also mit dem Statement des französischen Präsidenten hat ja zum ersten Mal der Führer eines großen NATO-Mitglieds die bisherige Position verlassen, sich bei aller Unterstützung für die Ukraine unter keinen Umständen selbst in den Krieg hineinziehen zu lassen. Und zur Begründung für diesen Kurswechsel hat Herr Macron jetzt erklärt, Russland dürfe den Ukraine-Krieg nicht gewinnen. Andernfalls stehe wörtlich unser aller Sicherheit auf dem Spiel. Die Frage ist aber doch, ob eine Konfrontation westlicher Soldaten in der Ukraine mit russischen Streitkräften die Sicherheit der NATO-Staaten erhöhen würde. Naja, das Problem ist, dass die Rüstungslobbyisten die Geschicke der westlichen Welt offenbar ja in der Hand haben. Ich habe da vorhin ein Interview zum Beispiel auf Welt Online gesehen, das war auch interessant, wo ein Wolfgang Ischinger in einem Interview die Position des Macron sogar regelrecht legitimierte, indem er sagte, man müsse also sinngemäß alle Optionen vorbehaltlos diskutieren dürfen. Du solltest jetzt mal erklären, wer Wolfgang Ischinger ist. Also Ischinger ist eigentlich ein interessanter Mann, der schon 1978 als einer der ersten Generationen die Young Global Leader Kaderschmiede des WEF durchlaufen hat. Von 2008, und jetzt wird es interessant, bis 2022, da leitete er, übrigens als Nachfolger von Horst Teltschek, die Münchner Sicherheitskonferenz. Er war also in führender Position während der gesamten ukrainischen Kriegsphase quasi tätig, die ja nach einem längeren Vorlauf, also 2008 passt das schon ganz gut, ja bereits 2014 akut begonnen hatte. Der Krieg hatte ja 2014 begonnen in der Ukraine und hatte dann 2022 eine neue Qualität erreicht, als Russland die Verträge von Minsk zur Sicherung der Ostgebiete umsetzen wollte. Haben wir oft drüber gesprochen. Allein seine Aussagen in dem Weltinterview zeigt mir aber, wie man hier dieses Thema salonfähig macht, Bodentruppen dorthin zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Europäer überhaupt nicht merken, wie sie Tag für Tag näher in den Krieg jetzt manövriert werden soll. Und das erschreckt mich deshalb, weil es an 1914 erinnert. Christopher Clark, der hatte in seinem großen Werk Die Schlafwandler die Lage damals bestens analysiert. Auch damals, 1914, da haben die Menschen in ihrer Trägheit nicht erkannt, wie Europa in den Abgrund getrieben wurde. Damals wurde ein kleiner regionaler Konflikt im Sommer 1914, das war damals in Sarajevo, als der Thronnachfolger Franz Ferdinand von Österreich ermordet wurde durch den Terroristen Princip, das wurde damals aus meiner Sicht inszeniert und hat daraus dann einen Flächenbrand irgendwann gemacht, aus dem man dann nicht mehr rauskam. Ja, das ist ja wie Korrektiv. Die haben ja auch einen Flächenbrand ausgelöst bei der sogenannten Potsdam-Konferenz. Sie schmieren ab vor Gericht. Das wird auch bekannt. Ulrich Vosgerau hat die erste Etappe schon mal genommen, der als Mitglied dabei war bei dieser Konferenz und gesagt hat, das stimmt nicht, was ihr hier berichtet habt. Und so wie Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Spiegel, FAZ, Fokus, alle darüber berichtet haben, dass da die Rechten zusammen ein Komplott gegen die sogenannten Flüchtlinge geschmiedet hätten und Millionen Demos ausgelöst wurden, so wenig wird jetzt darüber berichtet. Das ist aus meiner Sicht, mir nimmt das die Luft, das ist ein solcher Skandal. Ja, und bei dieser Konferenz waren mehr CDU-Politiker dabei als alle anderen, die dann eben halt auch noch tatsächlich noch mitgemacht haben, also gegen sich selbst dann demonstriert haben. Das Ganze ist wirklich ein Schaulaufen an Dummheit, die kaum noch zu überbringen ist. Ich habe das nur das Beispiel gebracht, weil du ja hier gerade deine Meinung kundgetan hast, dass 1914 das Ding inszeniert gewesen sein könnte. Und bei Inszenierung fällt mir dieses Korrektiv-Ding jetzt immer wieder ein. Woraufhin ja auch, entschuldige, dass ich das nochmal, wir kommen gleich zurück zum Thema, woraufhin Bundesinnenministerin Faeser ja mit Herrn Haldenwang gemeinsam ganz viel strenge Gesetze jetzt auf den Weg bringt gegen rechts. Deswegen unter anderem. Also wer diese falschen Flaggen nicht endlich erkennt, auch als Bürger, und auch erkennt, in welche Richtung totalitären Ausmaßes das läuft. Aber gut, so, das habe ich jetzt auch gesagt. Andreas,
Was mir bei all diesen Vergleichen, was du jetzt gerade hier gebracht hast mit Herrn Macron und so weiter, was mir da einfällt, es gibt ja ein Zitat, das ist schon inzwischen ziemlich bekannt, von dem ehemaligen EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker. Und der hat wörtlich gesagt, wie Politik funktioniert. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, na, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Tja, und heute müssen wir feststellen, dass die ersten Impulse gegen Macron schon wieder abklingen. Und ganz kurz noch den Bezug auf das große Geschrei. Wenn es kein großes Geschrei gibt, keine Aufstände, machen wir weiter. Das heißt, hier muss der Bürger ran. Hier muss es Geschrei geben und es muss die Aufstände geben. Richtig, aber das Problem ist, die Leute sind manchmal einfach am Limit. 1914, wie auch heute, glaubten ja die Führer aller Konfliktparteien, egal auf welcher Seite, immer die Moral auf ihrer Seite zu haben. Und der René Nehring, der stellt in seinem PAZ-Artikel auch fest, wie gefährlich die Lage ist, indem er die Situation damals zu heute einmal vergleicht. 1914 gab es in dieser damaligen Zeit schon eine neue Zeit mit ganz modernen Waffen, die weitaus furchtbarer in der Zerstörungswirkung waren, als es die alte Welt da vorher auch nur geahnt hatte. Das war schon 1914 so. Aber heute ist es wieder so, nur in ganz anderen Dimensionen. Die heutigen Staaten halten Arsenale an Kriegsgerät bereit, das alles bisher Gekannte in den Schatten stellt. Und das ist vielen Menschen offenbar überhaupt nicht klar. Wir haben heute Drohnen, Marschflugkörper, Hyperschallraketen und die können auch ohne atomare Sprengköpfe eine Zerstörungskraft entfachen, die die gesamte gewohnte Welt buchstäblich in Trümmern legen würde. Das muss auch mal deutlich gesagt werden. Also die Verantwortlichen unserer Tage sind gut beraten, mal abzuwägen, ob sie Schlafwandlern wie Herrn Macron folgen oder nicht doch den Weg der Suche nach einem politischen Ausweg gehen wollen. In jedem Fall sollten man sich mal entscheidende Fragen vor Augen führen, gerade was diese Herrschaften angeht. Eine der dringlichsten ist, welchen Einfluss hätten westliche Truppen überhaupt auf das Kriegsgeschehen? Oder nächste Frage, könnten die russischen Streitkräfte überhaupt besiegt werden? Schließlich verfügt Russland nicht nur über Atomwaffen, sondern natürlich auch über eine auf dem Schlachtfeld erfahrene Armee sowie über eine produktive Kriegswirtschaft, während ja die westlichen Nationen Mühe haben, die der Ukraine versprochene Munition zu liefern. Ja, die Kriegswirtschaft, das muss man wissen, die ist heute stärker als vor 2022, als diese neue Eskalation in den Ukraine-Krieg überhaupt dazugekommen ist. Das ist vielen Menschen überhaupt nicht klar. Vielleicht noch eines dazu. Kujat hat das gerade so wunderbar ja auch beschrieben. Ein Krieg, gerade wenn er zum Ende hinausläuft, und wir haben eine Situation, dass der Ukraine-Krieg jetzt dem Ende sich nähern muss, einfach weil die Zerstörung und diese Materialschlacht irgendwann ein Ende hat. Das Problem ist, die meisten Verluste, sowohl bei den Soldaten als auch bei der Zivilbevölkerung, finden immer am Ende eines Krieges statt. Deshalb ist es so wichtig, in Verhandlungen zu treten und nicht den Krieg eskalieren zu lassen. Ich will das mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, der 1939 begann. Von 1939 bis 1944 hatten wir viele, viele Tote zu beklagen. Aber von 1944 bis 1945, dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hatten wir mehr Tote zu verzeichnen, sowohl bei den Soldaten als auch bei den Privatpersonen, als es vorher die gesamten Jahre gewesen sind. Und deshalb muss man sich über diese Zusammenhänge auch mal klar werden. Also, es kommt natürlich jetzt auch die Frage noch, welche Truppen Macron eigentlich an die Ostfront schicken will. Denn trotz der hinlänglich bekannten prekären Lage der Bundeswehr stehen die deutschen Streitkräfte im Vergleich zu ihren europäischen Bündnispartnern sogar noch relativ gut da. Und dann ist da die Frage natürlich auch nach der Finanzierung solcher größenwahnsinnigen Fantasien, die hier von Herrn Macron rausgegeben werden. Frankreich hat übrigens sein Wehretat im vergangenen Jahr deutlich aufgestockt auf 59 Milliarden Euro pro Jahr bis zum Jahr 2030. Aber auch das reicht vorn und hinten nicht für einen Kriegseintritt
gegen Russland. Ja, es ist ja wirklich erwiesen, dass die Kriege immer eine politische Ursache haben. Und deshalb kann man sie ja eigentlich auch nur mit politischen Lösungen und Verhandlungen beenden. Und deshalb ist es höchste Zeit, die gedanklichen Anstrengungen auf die Suche nach einer politischen, möglichst friedlichen Lösung des Ukraine-Kriegs zu richten. Und hier muss ich wieder auf Kujat verweisen, der ja als Militärexperte ganz klar anprangert, dass man an politischen Lösungen offenbar gar nicht interessiert ist. Wer sich mit den aktuellen Veröffentlichungen von dem Herrn Kujat beschäftigt, General AD, die ich für historisch wichtig halte, der erkennt anhand der ganz sachlichen Beweise ganz schnell, was im Busche liegt. Als Argument gegen eine politische Lösung wird in der Regel natürlich erwidert, dass Russland gar nicht dazu bereit wäre. Und in der Tat muss man sagen, dass Präsident Putin wiederholt unerfüllbare Vorbedingungen, wie die Abdankung der Kiewer Regierung und die Anerkennung der Annexion von 4 ukrainischen Verwaltungsgebieten genannt hat. Doch auch die Ukraine hat ja mit der Forderung nach einem vorherigen russischen Abzug aus allen besetzten Gebieten Bedingungen genannt, die Russland auch nicht akzeptieren kann. Das alles ändert jedoch nichts daran, dass es zu einer politischen Lösung keine Alternative gibt. Punkt. Und nebenbei, dass beide Kriegsparteien wiederholt Gefangene übrigens austauschen, das belegt ja, dass es da gewisse belastbare Gesprächskanäle zwischen ihnen gibt. Ja, mein lieber Andreas, ich danke dir wieder mal für deine Analysen. Und ihr Lieben, ihr könnt ja mal überlegen, welche Gedankenqualität ihr hier reingebt. Wenn wir Frieden wollen, sollten wir friedliche Gedanken hegen, auch in Verbindung mit diesen politischen Themen. Und natürlich auch zu Hause am Küchentisch mit unseren Lieben in der Runde. Möglichst sollten wir alle das Kriegerische beiseite legen und in diplomatischen Gesprächen zu Friedenslösungen kommen. So, das war jetzt nochmal mein Beitrag dazu. Die Luft ist mir gestern weggeblieben. Übrigens, Tichy hat sich auch riesig darüber aufgeregt, dass der Deutsche Journalistenverband eine Forderung aufgestellt hat, nämlich an alle deutschen Medien ihre Berichterstattung über die AfD neu zu justieren. Andreas, und da muss ich sagen, sind wir schon wieder bei dem Begriff totalitär. Denn Anlass sind die einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge fortgeschrittenen Überlegungen im Bundesamt für Verfassungsschutz, die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen. Das ist eine deutliche Verschärfung der bisherigen Eingruppierung als Verdachtsfall des Rechtsextremismus, heißt es hier in der Meldung. Und der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster, sagt wörtlich: Wenn das zur offiziellen Position des Verfassungsschutzes wird, können wir Journalisten die AfD nicht mehr als eine Partei von mehreren beschreiben. Ich meine, was heißt denn nicht mehr als eine Partei von mehreren? Was heißt denn, wir müssen uns neu justieren? Man sieht die Panik einer organisierten, zusammenhängenden Struktur, wie wir es auch in der Kriminalität kennen, mit der arbeitsteiligen Arbeit. Das ist so unfassbar, was hier läuft. Wenn ich mir beispielsweise das AfD-Parteiprogramm ansehe, wo man fordert, Volksentscheide nach dem Schweizer Vorbild. Volksentscheide nach dem Schweizer Vorbild. Und da wird es dann zum Beispiel argumentiert mit dem Extremismus von der anderen Seite, nämlich des Systems, dass man die EU kritisch sieht und angeblich aus der EU austreten will. Nun ist es so, dass die AfD tatsächlich EU-kritisch ist und das ist auch ihr gutes Recht. Aber da hat der Ralf Brandner, glaube ich, heißt er von der AfD, neulich da mal eine ganze Gruppe da, ich glaube in Phoenix oder sowas, komplett aus dem Ruder gebracht, obwohl da 4 Leute gegen ihn eingeredet hatten, indem er sagte, warum fragt ihr eigentlich nicht das Volk, was sie von der EU hält? Habt ihr Angst davor? Das, was hier gefordert wird von der AfD, ist Demokratie. Und was das System hier ganz klar negiert,
ist die Demokratie. Und sich hinzustellen und eine Sache ins Gegenteil zu verkehren und zu sagen, das sind extremistische Tendenzen, ist nicht nur erbärmlich, sondern es ist vor allem die nackte Panik, weil sie sind längst aufgeflogen und jeden Tag, wo die Bauern stark sind, jeden Tag, wo Menschen auf die Straße gehen, jeden Tag, wo mehr Pleiten sind, wir erwarten 20.000 Pleiten noch in diesem Jahr, 20.000 Betriebe nur in Deutschland, die ganze große Invasion der Pleiten wird erst kommen. Das wird im Prinzip der jetzigen Politik keine weitere Kraft geben, sondern das Gegenteil. Die sind wirklich am Limit. Aber die Politik nimmt sich die Kraft. Das ist nämlich die nächste Meldung hier von News, von dem Portal von Julian Reichelt, weil Herr Steinmeier, Herr Scholz, alle Minister haben sich eine Gehaltserhöhung verpasst. 1.000 Euro im Monat natürlich. Wir wollen uns ja nicht mit Peanuts abgeben. Also die Bild meldet, die Amtsgehälter steigen folgendermaßen. Bundespräsident Steinmeier, inklusive Zulage, steigt sein Gehalt von aktuell 21.625 Euro im Monat auf 23.003 Euro, also ein saftiges Plus von 1.378. Herr Scholz, der ist gerade wieder ausgebuht worden in Emmendingen. Und er wird überall, nicht überall, aber fast überall, nicht mehr sehr voller Ehrerbietung erwartet und empfangen. Der kriegt jetzt 1.381 mehr Euro. Und ein verheirateter Minister ohne Kinder hatte bisher ein Amtsgehalt, heißt es hier, einschließlich Zulagen von 16.816 Euro. Das steigt jetzt auf 17.990 Euro. Und Andreas, höhere Gehälter führen ja auch dann glücklicherweise zu höheren Pensionen. Natürlich, aber ich glaube mal ganz ehrlich jetzt, diese Diskussion, die ist zwar klar und zwar vor allem deshalb, weil das, was Sie dafür liefern, das ist ja das eigentliche Problem. Ich hätte gar kein Problem damit, wenn der Bundeskanzler der reichste Mann in Deutschland wäre. Im Gegenteil, damit hätte ich überhaupt kein Problem. Für mich ist einfach nur wichtig, was er liefert. Das Problem ist, dass hier Zerstörer am Werk sind, die letztendlich für eine unbekannte Macht hier definitiv, das kann man immer deutlicher erkennen, eine Agenda umsetzen. Denn wie schafft man es denn, einen Vorzeigestandort, fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, innerhalb von wenigen Jahren dermaßen an den Abgrund zu führen? Da muss man sich ja bemühen. Das braucht ja Kreativität. Das braucht ja eine unglaubliche Energie, um einen solchen Eigenzerstörungsprozess voranzugehen. Stellt euch mal vor, wir hätten in den letzten Jahren, 2 Jahren oder 3 Jahren überhaupt keine Regierung gehabt, dann würden wir wahrscheinlich wunderbar dastehen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und hier spätestens wird dann klar, wo der Hase langläuft. Ja, es wird wirklich Zeit, die Dinge zu erkennen und die Probleme beim Namen zu nennen. Wir versuchen das ja hier schon immer. Aber es geht doch auch darum, dass man selber als Bürger, der in diesem Land lebt, mal seine Haltung, also jetzt nicht hinausschreit, davor warnen wir ja, aber doch in ganz sachlicher Weise nachdrücklich seine Wünsche und Ziele formuliert und die Herrschaften das auch wissen lässt. Also in Ruhe, in Sachlichkeit, in schriftlicher Form zum Beispiel. Wir reden nicht von Gewalt, aber eben auch die Bauern unterstützt, die immer noch auf der Straße, immer noch im Protest sind, immer noch nicht weiterkommen. Im Gegenteil, in der EU schert man sich einen feuchten Kehricht darum, was die Bauern wollen. Und ich springe mal ganz schnell, denn das passt jetzt hier gerade zu dieser Meldung. Da ist wieder etwas beschlossen worden in Brüssel. Genau. Und zwar hat die EU-Kommission Vorschläge zur Entlastung der Bauern vorgelegt und darunter die Halbierung zum Beispiel von Vorortkontrollen. Also da sind ja dann Behördenmitarbeiter erschienen und haben kontrolliert, ob die Bauern alles richtig machen. Allein das ist ja schon ein Ding für sich. Jetzt sagt man, okay, wir halbieren diese Kontrollen vor Ort. Stattdessen setzen wir auf Satellitenbilder. Tja, und was bedeutet das? Dass die Kontrolle nämlich überhaupt nicht mehr aufhört. Die Bilder aus dem All werden zum Teil jetzt schon eingesetzt, aber
Würde das jetzt praktisch dadurch ersetzt werden, dann würde das eine massive Überwachung der landwirtschaftlichen Nutzflächen bedeuten. Und Andreas, eventuell ist das ja auch das Ziel. Natürlich ist es das Ziel. Also es sind ja zwei Themen miteinander. Das heißt, der Staat gerät jetzt in ein Milliardendefizit und kommt mittlerweile nicht mehr klar. Allein da möchte ich noch mal einhaken. Wann hatten wir das letzte Mal einen Kanzler, der ökonomisch gedacht hatte? Ziemlich genau um die Jahrtausendwende. Das war Gerhard Schröder. Was hat Gerhard Schröder eigentlich anders gemacht als alle anderen Kanzler, die danach kamen? Und ich bin kein Freund davon, von ihm, was er gemacht hat, aber an der Stelle war es einfach wichtig. Und der hat sich mit Russland verbündet und hat gesagt, lasst uns mit Russland in Verbindung Rohstoffe liefern. Und was hat Russland gemacht? Die haben die Pipelines gebaut. Und was hat Russland noch gemacht? Die haben eben halt das Öl und das Gas geliefert. Und wozu führte das? Deutschland hatte eine unglaublich billige Energie. Mit dieser billigen, planbaren Energie konnte Deutschland zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort. Man muss sich vorstellen, wie klein Deutschland ist und fünftgrößter Wirtschaftsstandort der Welt. Das muss man erst einmal bringen. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat das Ganze im Prinzip abgeschottet. Und was haben wir jetzt? Rohstoffpreise, die nicht mehr kalkulierbar sind, eine abwandernde Industrie und all diese Faktoren, die wir sehen, die dann in Verbindung gebracht werden. Jetzt kommen wir wieder zum WEF und mit zu dieser Landwirtschaftsagenda und diesem Green Deal und so weiter, die dann im Prinzip die letzten Leistungsträger wie die Landwirte auch noch enteignen sollen und so weiter. Und hier schließt sich der Kreis. Das Problem wäre relativ leicht zu lösen. Kontakte zu Russland und eine Anbindung, und ich glaube, Russland wird sofort wieder liefern. Ach du, wieder mit deinen Putin-Sympathien Nein, hier. es geht einfach darum. Es geht wirklich darum, wir können die Preise und die ganze Grundlage für die Ökonomie in Europa sofort wieder auf Vordermann bringen. Ja, aber nochmal, Herr Popp, das ist doch undenkbar, dieser Vorschlag. Richtig, aber aus ideologischen Gründen, aber nicht aus sachlichen Gründen. Wir bräuchten keine Toten, wir bräuchten keinen Krieg und wir könnten theoretisch die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und wenn das nicht der Fall ist, fragt man sich, was sind die Gründe dafür? Und währenddessen fliegt ein junger Adler hier vorbei und macht seine Flugübungen. Ja, also ich möchte trotzdem nochmal auf diese Meldung, die kommt von Apollo News, eingehen. Denn es heißt hier von der EU-Kommission, um die Landwirte bürokratisch zu entlasten, könnte man also von Seiten der Europäischen Union diese Vor-Ort-Besuche von Prüfungsbehörden verringern, stattdessen vermehrt auf Satellitenbilder setzen. Die werden jetzt schon eingesetzt und ich habe es gerade schon gesagt, es würde demnach natürlich eine massive Überwachung bedeuten mit einer Reduktion dieser persönlichen Kontrollbesuche könnte man die Bürokratie entlasten und man findet von Seiten der EU, dass das ein prima Vorschlag ist, um da jetzt ein bisschen Ruhe reinzubringen. Man muss aber wissen, dass dieses EU-Satellitensystem Copernicus jetzt schon im vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorgegebenen Intervall von 7 bis 10 Tagen Bilder für die regionalen Landwirtschaftsverwaltungen macht, die dann ausgewertet werden per Software. Und diese Methode soll künftig den Bauern verstärkt helfen, heißt es offiziell, wörtlich, um weniger Fehler zu machen und somit weniger sanktioniert zu werden. Und weiter heißt es, dank seltener Verwaltungsbesuche haben die Landwirte dann mehr Zeit, sich ihrer tatsächlichen Arbeit zu widmen. Ich finde das sehr perfide. Ja, das ist perfide. Es geht natürlich darum, dass wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen angeblich renaturiert werden. In Wirklichkeit werden sie nur stillgelegt. Und Stilllegung von wertvollen Naturflächen bedeutet natürlich auch Mangel von Nahrungsmitteln, von Lebensmitteln, die die Menschen brauchen, um ernährt zu werden. Und wenn man dann argumentiert mit dem Green Deal, und jetzt kann man sie aufhängen an ihre eigene CO2-Argumentation und kann sagen, wie viel kostet eigentlich ein solcher Satellit, der die Aufnahmen macht an Energie. Wie viele neue Beamten braucht man eigentlich, um diese ganzen Sachen überhaupt zu kontrollieren, um dann diese Stilllegungsflächen dann überhaupt zu checken, ob wirklich stillgelegt wird? Wenn man diese ganze Energie, wir dürfen nicht vergessen,
Ein einziges Handy, was wir nutzen am Telefon, verbraucht ungefähr so viel Energie wie ein Kühlschrank, den wir zu Hause haben. Jedes einzelne Handy. Weil wir glauben immer, das Ding ist irgendwie CO2-neutral, aber da muss ja der Strom auch immer wieder reinproduziert werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal im Zusammenhang sehen, dass gleichzeitig würden wir zum Beispiel Pflanzen anlegen auf diesen Nutzflächen der Ackerfläche, die gleichzeitig eine Senkung der CO2-Situation nämlich bedeutet, weil die Pflanzen nämlich CO2 aufnehmen und Sauerstoff produzieren, dann spätestens wird das Ganze wirklich zu einem völligen Paradoxon. Ja, das will man ja offenbar nicht. Also es wird noch erklärt hier, mit Copernicus werden raumbezogene Daten wie Boden- und Standortdaten, aber auch Wetter- und Klimadaten mit Satellitendaten verknüpft. Mit anderen Worten, wo der Bauer was und wie zu welcher Jahreszeit und Witterungsbedingungen anbaut, wird automatisch erfasst, per Software ausgewertet und fällt dem Algorithmus dabei ein Verstoß auf, beispielsweise gegen die Düngemittelvorgaben der EU, dann wird sofort der zuständigen Behörde Meldung erteilt. Und es heißt, dass diese Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms erstaunlich genau seien und kleinste Veränderungen registrieren. Apollo schreibt hier so zum Beispiel bei der sogenannten Pflichtbrache. Gesetzlich müssen europäische Bauern 4%, was du gerade gesagt hast, des Ackerlands aus Naturschutzgründen brachlegen. Da darf also nicht geerntet, geschweige denn gesät oder angebaut werden. Und sollte ein Bauer, ein Landwirt, diese festgelegten Flächen doch nutzen, zum Beispiel um die regionalen Pflanzen zu sehen und vielleicht lokale Bienenvölker zu versorgen, ist ja auch so ein Thema, was dazu gehört, dann erkennt der Satellit die Veränderung sofort und erstattet Meldung. Der Bauer bekommt dann Post, er muss schriftlich erklären, was und warum angepflanzt wurde oder eine Veränderung auf den Satellitenbildern zu sehen ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch wieder mehr Bürokratie für die Landwirte. Also wenn man in den 1970er Jahren einen Science-Fiction gemacht hätte über die heutige Zeit, dann wäre das wahrscheinlich ein Rohrkrepierer gewesen, weil alle gesagt hätten, das ist sowas von absurd und abnorm. Das ist ja völlig bescheuert. Wie könnt ihr so einen blöden Film drehen? Aber wir sehen, die Realität überholt es tatsächlich an der Stelle und wir geraten hier in eine Situation. Und wenn wir das jetzt vergleichen, übrigens, mit dieser Manipulation, nämlich der Indoktrinierung des Gehirns, wie ich das mit dem Michael Nils besprechen werde. Das ist ja ein hervorragender Wissenschaftler, der sich genau damit beschäftigt, wie wir quasi unsere Vergangenheit, unsere Erinnerungen überschreiben durch diese gesamten Dinge, die auf uns einwirken, bei einer gleichzeitigen Reduktion der Gehirnleistung, zum Beispiel durch mRNA-Impfung und so weiter. Diese ganzen Zusammenhänge, die werden dann in einer Klarheit, also dieser Kongress, den wir hier machen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz aufgeregt, in 14 Tagen geht das los, weil das ist ein riesengroßer, sehr konkreter Zusammenhang, vor allem eben halt auch, um durch diese Krise durchzukommen. Ja, vor allem auch, um seine eigene Position zu finden. Ja. Also allein durch die Vorgespräche habe ich selbst so viel gelernt, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können, von außergewöhnlichen Menschen, die für unsere Zukunft kämpfen und sich einsetzen und ihre Argumente, ihre wissenschaftlichen Daten und so weiter gesammelt haben, um die uns näher zu bringen. Also es ist, wir haben schon einige Kongresse gemacht, aber der ist aus meiner Sicht ein absolutes Highlight. Das wird schwer, den nochmal zu toppen. Aber daran kann man jetzt auch gar nicht denken, denn wir haben noch genügend Arbeit damit. 14 Tage sind es ja nur noch. So, ihr Lieben, das nächste Thema. Epoch Times hat einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift: Jetzt blickt die Ampel ins nächste Milliardenloch. Und wir müssen darüber einfach sprechen, Andreas. Du lächelst. Nein, gar nicht. Ich habe das gerade nur gesehen. Ist gut. Ja, und zwar geht es darum, dass der Finanzminister, Herr Lindner, in einem Brief an seine Kabinettskollegen mit Blick auf den Haushalt 2025 mal wieder zur Ausgabendisziplin gemahnt hat. Er hat darüber natürlich nicht gesprochen, wie unsinnig die Klimatransformationsfonds sind und wie viel
Ärger da schon alleine entstanden ist, sondern er spricht jetzt von einem zweistelligen Milliardenloch, von dem man ausgehen muss. Und ja, auch die schwache Konjunktur schlage jetzt durch und alle Ressorts müssten jetzt mit Ausgabenobergrenzen rechnen. Naja, und er redet natürlich auch nicht über die dramatischen Rüstungsausgaben, die man gerade produziert. Aber das Interessante ist ja, Rüstung ist ja keine Investition, sondern Konsum. Das heißt, eine solche Bombe wird ja gebaut, damit sie konsumiert wird. Die wird weggeballert, macht Bumm, macht ganz viel Zerstörung. Und das ist letztendlich die gesamte Geschichte der Rüstungsindustrie. Und die wird ja jetzt auch mit aller Gewalt, wie wir gerade gehört haben, nach oben getrieben. Und das in Verbindung mit dieser komischen Green Deal-Geschichte. Und das, obwohl wir gerade erfahren, dass zum Beispiel die ganzen Bodenproben der Bewässerung in Deutschland neu justiert werden müssen, weil die Feuchtigkeit der Böden eben halt doch wesentlich höher ist, als es dieses IPCC-Ding da eben halt zu propagieren hatte. All diese Dinge fliegen auf, aber man macht einfach irgendwie weiter. Man hat Angst davor, jetzt den Gang zurückzuschalten, weil das würde natürlich tatsächlich zu vielen Pleiten und zu vielen Untergängen in persönlichen Existenzen auf rein beruflicher Natur im Prinzip führen, würde aber gleichzeitig auch dazu führen, dass die Unternehmen, die alle sinnvoll arbeiten, die jetzt gerade vor der Pleite stehen, damit nicht pleite gehen müssten. Und genau daran sieht man eben, wer hat die Macht und wer vertritt welche Interessen. Ja, vielleicht noch mal hier zu den Inhalten. Also das Ministerium hat im Schreiben vom 9. Februar, auch keine guten Nachrichten für die Ampelminister natürlich, das Handelsblatt zitiert, es zeichne sich ein deutlicher struktureller Konsolidierungsbedarf ab und es sei nicht zu erwarten, dass die Konjunktur etwa Entlastungseffekte für den Haushalt mit sich bringe. Im Gegenteil, wir hatten neulich schon drüber gesprochen, die Regierung musste ja erst kürzlich oder Herr Habeck die Prognose deutlich von 1,3 auf 0,2% Wachstum für das laufende Jahr senken. Das wird natürlich auch wieder Folgen haben für die Steuereinnahmen im kommenden Jahr. Und Jens Beusen-Hogrewe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet grob mit einem Minus von 1%. Naja, interessanterweise ist es ja so, dass wenn wir diese 0,2 Wachstum haben, was natürlich eine ganz klare Schrumpfung ist, wir müssen ja immer die Inflationsrate noch dagegen rechnen und dann sind wir weit im Minus, dass trotz dieser ganzen Geschichte des Zusammenbruches der Wirtschaft, die Steuereinnahmen sprudeln und höher sind, als es jemals war. Das liegt aber daran, dass man den Steuern permanent erhöht. Und wenn wir sehen, wie zum Beispiel auch die Spritpreise sich erhöht haben, die Energiepreise sich erhöht haben, dann erhöhen sich natürlich auch die Mehrwertsteuern darauf. Das heißt, der Staat partizipiert ja vom Leid der Menschen. Ja, und zu einem besonders heiklen Thema dürfte nicht zuletzt der KTF, der Klima- und Transformationsfonds werden. Allein für den könnte sich eine Lücke im zweistelligen Milliardenbereich auftun, das sagen Haushaltspolitiker. Und wir haben es ja auch vor kurzem hier besprochen, das Schuldenbremseurteil aus Karlsruhe hatte ja das Sondervermögen mit einem Schlag um 60 Milliarden reduziert. Das muss ja jetzt woanders eingespart werden. Vor allem interessant für die Bürger auch das sogenannte Klimageld, das sie für die durch höhere CO2-Preise bedingten Belastungen schadlos halten soll, will man aus diesem Klima- und Transformationsfonds bezahlen. Es dürfte allerdings in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr dazu kommen. Dann wird auch über das Sondervermögen für die Bundeswehr gesprochen. Das ist nicht mehr unbegrenzt ausschöpfbar. Man spricht über das 2%-Ziel der NATO, das erreicht werden soll in diesem Jahr. Dazu müsste der reguläre Wehretat von 52 Milliarden Euro um 20 Milliarden aus dem Sondervermögen aufgestockt werden. Noch mehr braucht es, um kriegstauglich zu werden, hat ja Herr Pistorius so formuliert. Und dein Lieblingsexperte Roderich Kiesewetter, der fordert eine Aufstockung des Sondervermögens auf mindestens 300 Milliarden. Ja, ist interessanterweise, dass so Kiesewetter und Strack-Zimmermann und immer so dieselben Figuren immer wieder ein Mikrofon in die Hand bekommen, um diese Kriegstreiberei nach vorne zu bringen. Und wenn wir wissen, dass es sich dabei um Lobbyisten handelt der Rüstungsindustrie, über die sich Herr Kujat, nämlich der General AD, so wahnsinnig aufregt, weil man
sollte auch als Militär immer daran interessiert sein, den Krieg zu vermeiden und parallel neben den militärischen Aktionen auch die politischen Diskussionen eben halt zu halten. Und genau das wird vermieden, indem man immer wieder die Lobbyisten nach vorne ranstellt. Und das ist alles so offensichtlich. So, und ich möchte jetzt zum Schluss mit euch noch einen Artikel, der war hinter der Paywall, den haben wir da hervorgezerrt, von Welt Online einen Artikel durchsprechen. Ich hatte gerade neulich mit jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, Mensch, die Abgaben sind hier so hoch, wir zahlen schon fast 50%. Und da habe ich gesagt, ach komm, also so schlimm ist es doch nicht. Doch, doch, das war dann so die Antwort. Und hier kommt es jetzt tatsächlich. Ich habe auch schon mich dort gemeldet, habe gesagt, ihr hattet wohl doch recht. Kurs auf 50% Abgaben. Eine Studie prophezeit einen Massenexodus, also Massenabwanderung junger Leute aus Deutschland. Und hier heißt es, der Politik in Deutschland bleibt nur noch wenig Zeit, um die Sozialversicherungen zukunftsfest aufzustellen. Ohne Reformen in der Rentenversicherung, der Pflege, der gesetzlichen Krankenversicherung droht der Gesamtbeitragssatz von jetzt 40,9 auf über 50% im Jahr 2050 anzusteigen. Man spricht jetzt schon von fast 45% in den nächsten 6 Jahren. Und es gibt also eine Studie zu den Auswirkungen des demografischen Wandels, die von Familienunternehmen und den jungen Unternehmern in Auftrag gegeben wurden. Und wegen der stetig steigenden Abgabenlast werde es allerdings schon viel früher zu einem Kipppunkt kommen, also nicht erst 2050, bei dem die junge Generation den Generationenvertrag einseitig aufkündigen und sich entweder in Schwarzarbeit oder Auswanderung verabschieden wird, sagen die Ökonomen. Und dieser Trend würde den Beitragssatzanstieg noch beschleunigen und könnte das gesamte Sozialsystem ins Wanken bringen. Ja, und wenn das Sozialsystem, wir reden nur über die Sozialversicherung, 50% ausmachen, übrigens, da sind noch nicht die Einkommensteuer drin. Das sind nicht 50% Gesamtabzüge, sondern das sind 50% nur für die Sozialversicherung. Nun werden ganz besonders Findige sagen, ja, aber die Hälfte zahlt ja der Arbeitgeber und die Hälfte der Arbeitnehmer. Deshalb haben die Leute natürlich keine 70% Steuern, sondern 50% insgesamt auf ihrem Lohnzettel. Wie kommt das? Der Arbeitgeber führt die Hälfte tatsächlich von sich aus ab, aber erarbeiten muss es der Arbeitnehmer, der arbeitet, damit der Arbeitgeber seinen Arbeitgeberanteil natürlich mit abfinanzieren kann. Das bedeutet, das sind alles Gehaltskosten. Real ist es so, wenn wir mal die ganzen Steuern zusammenrechnen, Sozialabgaben rechnen, die Mehrwertsteuern, die wir vom nettoversteuerten Geld noch bei jedem Produkt wieder drauflegen müssen, wenn wir in einen Supermarkt gehen, dass wir auf einen Steuersatz kommen, der über 90% des erarbeiteten Kapitals liegt. Ich wiederhole, über 90%. Wow. Ja, und man hat jetzt hier ein paar Vorschläge gemacht, um das Szenario zu verhindern. Das sind konkrete Maßnahmen in allen drei Versicherungszweigen, wo man sagt, da könnte man noch mehr Nachhaltigkeit erreichen. Unter anderem eine Kontaktgebühr bei jedem Arztbesuch, die eingeführt werden soll. Das Renteneintrittsalter soll weiter steigen und eine stärkere Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung soll helfen, den Beitragsanstieg zu dämpfen. Gute Ideen, Herr Popp, oder? Ja, das sind gute Ideen. Ich meine, bei 90% Abgaben sind ja noch 10% zu verteilen. Und ich denke mal, ich habe das Gefühl, dass die Regierung quasi es so sieht, dass wenn einer 5.000 € verdient und von den 5.500 € überbehält, dass er das so empfindet, der Staat, dass das 500 € Subventionen sind, die der Arbeitnehmer da bekommt. Das ist so diese Grunddenke, dieses Feudalismus, der dahinter steht. Also man sagt, dass jetzt schon in der nächsten Legislaturperiode entscheidend ist, wie man die Weichen stellt. Denn wörtlich sagen die Gutachter, denn ist der Kipppunkt erst erreicht, gerät das System der sozialen Marktwirtschaft so stark ins Wanken, dass dann Reformen zu spät kommen könnten, zumindest aber ein Vielfaches schmerzhafter wären. Und hier hat man den Begriff des Kipppunktes
entlehnt aus der Klimadebatte, um zu verdeutlichen, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit auch in der Finanzierung der Sozialversicherungen zu beachten ist. Wobei der Kipppunkt in der Klimageschichte eben halt nicht greift, weil der ist widerlegt. Aber in dieser Situation der Sozialversicherung greift er schon. Aber da müsste man wirklich von der Pike auf eine komplett neue Struktur der sozialen Leistung und auch des Steuersystems konzipieren. Alles machbar, alles geregelt im Plan B der Wissensmanufaktur. Ganz kurz ein Satz dazu. Da könnt ihr diese Dinge einfach nachlesen. Ich möchte noch einen draufsetzen, eine letzte Meldung, die habe ich nämlich schon letztes Mal nicht loswerden können, aber ich denke, sie ist doch wichtig. Andreas, die Grünen, die wollen das Bundeswaldgesetz reformieren, also das Landwirtschaftsminister, Federführung Cem Özdemir. Und man möchte gerne, dass Spazierengehen oder Fahrradfahren in Deutschlands Wäldern künftig einschränken. Möglicherweise soll es sogar kriminalisiert werden. Die gesamte Waldbewirtschaftung könnte stark reguliert werden. Warum? Wegen des Klimawandels. Und da fürchten natürlich jetzt einige Interessenverbände, Forstinitiativen, auch Sportinitiativen, die fürchten, dass jetzt zahlreiche Einschränkungen kommen könnten, beim Umgang auch mit eigenen Waldflächen oder eben der simplen Freizeitgestaltung in der Natur. Und ich meine, Andreas, der Umgang mit dem Wald soll also weiter bürokratisiert werden. Es sollen Verbote, es soll kriminalisiert werden. In welche Richtung geht das? Naja, gut, wir wissen ja alle, dass Waldluft auch krank macht. Durch Waldluft kriegt man Grippe und dann wird man eben halt immer kranker. Und das Wichtigste ist, dass wir lieber zu Hause sitzen in einer gesiebten Luft und dann eben halt durch irgendwelche Masken eben halt arbeiten oder atmen. Das ist ja die Situation. Es ist ja ein solcher Irrsinn. Wie will man denn das überhaupt noch kommentieren? Erklär mir mal, wie würdest du das denn jetzt noch kommentieren? Das ist ja einfach nur noch völlig verrückt. Ja, wenn du mich fragst, wie ich es kommentieren würde, dann würde ich denken, dass man den Menschen den Zugang zu Gesundheit, zur Natur verwehren möchte, ein natürliches Verhältnis zum Wald weiterhin haben zu dürfen, was einfach zu den Naturgesetzen dazugehört. Mhm. Unser Schöpfer hat hier herrliche Wälder auf der ganzen Welt angelegt, die gesund sind, die natürlich auch für CO2 Produktion oder die jedenfalls aufnehmen müssen, und wir sollen den natürlichen Umgang verwehrt bekommen, also keinen Baum mehr umarmen. Das wird dann vielleicht auch schon unter Strafe gestellt. Also ich finde das wirklich unfassbar, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen zurzeit so sterben, zum Beispiel an der Maske, weil sie eben keine Abwehrstoffe mehr haben. Wie viele Menschen gestorben sind beispielsweise durch eine Impfkampagne. Das ist bekannt und auch keine Lüge und auch mittlerweile beweisbar. Wenn man dann auf der anderen Seite sagt, die Leute sollen nicht in den Wald gehen, und dann auch eben halt dazu sagt, sie sollen auch keine Autos mehr fahren, weil wir wollen die Verkehrstoten auf Null bringen. Das sind doch nur noch Widersprüche, während auf der anderen Seite die Leute wirklich reihenweise immer kranker werden und immer mehr sterben. Das ist doch so absurd. Nee. Also man hat hier Inhalte dieser noch zurückgehaltenen Novelle des Waldgesetzes Ende 2023 durchgestochen und Landwirtschaftsverbände sind empört, sagen, das sieht nach einschneidenden Änderungen des Betretungsrechts aus. Da heißt es zum Beispiel im Paragraph 29, das Reiten, Fahren mit Kutschen sowie das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern ist nur auf Straßen und dafür geeigneten Wegen zulässig. Damit wird das Fahrradfahren, auch Reiten und so weiter, auf nicht befestigten oder inoffiziellen Wegen oder eben auch Mountainbike-Fahren und so weiter untersagt. Und es wird im Gesetzentwurf anschließend noch konkretisiert, wörtlich, keine geeigneten Wege sind Feinerschließungslinien wie Rückegassen, Zugänge zu forstlichen und jagdlichen Infrastrukturen, Wildwechsel und Pirschpfade. Jeder Fahrradfahrer dürfte damit der
Verlockung nicht mehr erliegen dürfen, auch mal vielleicht einen unberührten Weg zu befahren oder der Wanderer zu erwandern. Naja, ich finde, jetzt fehlt nur noch, dass man auch das verbieten sollte, dass man mit seinem Hund durch den Wald gehen darf, denn oder irgendwie einen Spaziergang über eine Wiese machen darf, weil das ist ja auch alles klimaschädlich. Ja, willkommen im Jahre 2024. Ja, dafür haben aber die deutschen Regierungspolitiker 83 Millionen Euro ausgegeben. Entwicklungshilfe haben sie das genannt, haben Bäume in Afrika angepflanzt und die müssen da wieder weg, weil sie da nicht hinpassen. Ihr Lieben, das ist im Moment das Land, in dem viele leben und nur noch den Kopf schütteln. Aber es ist wichtig, diese Verwerfungen wachen Auges zu beobachten, seine eigenen Konsequenzen daraus zu ziehen und im Widerstand zu bleiben. Ja, es ist historisch und wer die grünen Bücher liest, der kann irgendwo auch dann sich immer wieder ordnen, dann irgendwann sogar schmunzeln und sagen, ich bin dankbar, dass ich diese Dinge miterleben muss, darf, soll, weil es bringt mich auch weiter in meiner Entwicklung. Bis heute Abend.